Am 14. Juli sind wir leider von einer Katastrophe betroffen worden. Denn diese Stadt wurde innerhalb von Stunden zerstört. Wir sind extrem dankbar für all die Hände, die uns unterstützen in diesem Prozess. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir ganz oft, dass Jesus uns Nächstenliebe lehrt. Ich helfe hier mit, weil ich einfach die Möglichkeit habe, hier zu helfen. Ich habe die Zeit. Ich denke, dass wir geradewegs dadurch einfach zu ihren Herzen auch sprechen können. Nicht nur durch Worte, aber auch durch diese aktiven Taten.